Hi Leute, nicht labern, sondern machen. Einfach machen. Ich glaube, bei vielen Leuten ist einfach das Problem, dass sie nicht ins Tun kommen. Reden immer, oh, und was könnte ich da machen und oh, mit dem Problem und oh, und das und einfach tun und nicht immer dann noch zum nächsten Doktor gegangen und wenn der nicht das sagt, was man möchte, dann meint man, oh, das ist Quatsch und geht zum nächsten und geht man zum Heilpraktiker und dann geht man zu dem. Einfach machen. Schritt für Schritt. Nicht irgendwo in die Zukunft schauen, wo Sachen stattfinden, die dich jetzt noch gar nicht interessieren. Umso mehr man im Moment ist, umso mehr man bei dem Schritt ist, den man gerade macht, umso schneller kommt man voran. Man muss nicht wissen, was der drittnächste, viertnächste Schritt ist. Nicht mal den übernächsten Schritt musst du wissen. Du musst wissen, was du jetzt genau machen musst und fertig. Und das ist meistens entgiften, den Körper reinigen, fast. Und dadurch lockert sich alle seelischen oder auch geistigen Blockaden automatisch. Wenn der Körper wieder frei ist, ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper wohnen. Wenn du deinen Körper reinigst, entgiftest mit Fasten und so weiter, dann lösen sich Verhaltensweisen, Blockaden, alles Mögliche automatisch oft. Die Krankheiten spiegeln zwar sich wieder im Verhalten und in der Psyche auch. Jemand, der an dem entsprechenden Organ und so weiter leidet oder an dem entsprechenden Partie vom Körper, der hat auch psychisch die entsprechenden Macken. Und das löst sich aber automatisch, wenn der Körper wieder gereinigt wird. Wenn du den Körper wieder reinigst, dann lösen sich diese Blockaden automatisch und du kannst wieder wirklich klar denken. Und die Krankheit geht automatisch auch mit weg. Und Fliege. Ja, und man muss gar nicht wissen, was der übernächste Schritt ist und so weiter. Man braucht gar nicht so viel suchen, sondern sich langsam, vorsichtig antasten, bisschen was ausprobieren, aber machen. Viele sehen oft diese, oh, was sagt der, was sagt der? Das ist dann nur ein Beschäftigungstaumel im Äußeren, um sich nicht zu verändern. Jetzt das ändern, was du willst. Morgen ist es vielleicht zu spät dazu. Und das wollte ich heute mal loswerden, immer dieses Gelaber. Man braucht gar nicht viel wissen, man muss nur wissen, was der nächste Schritt ist. Alles andere ist unwichtig. Sich mit sich selbst ein bisschen auseinandersetzen, erkennen, was man will, was man mag, was man nicht so mag. Und den Körper einfach reinigen und die Blockaden verschwinden automatisch. Die geistigen und körperlichen. Ja. Aber immer dieses Rumgelaber, oh, wie wäre das dann mit dem Blutzuckerspiegel, wie wäre das dann nach dieser Theorie und so. Das sind alles Theorien. Kein Tier auf der Welt braucht irgendwelche Theorien, braucht ein Buch. Um zu wissen, dass Gras fressen soll, die Kuh. Die Kuh weiß einfach, die will auch nichts anderes als Gras fressen. Und die will auch nichts anderes machen, als ein bisschen rumlaufen, Milch geben, keine Ahnung, sich vermehren, was auch immer. Instinktiv. Wir haben uns nur so weit entfernt von einem natürlichen Zustand, weswegen es so kompliziert wird, und die Leute nicht mal mehr wissen die einfachsten Dinge, was sie machen sollen, wie sie sich verhalten sollen. Man muss einfach dahin kommen, dass man jeden Tag sagt, ich mache immer mehr das, was mich erfüllt.
Wie willst du denn glücklich werden, wenn du jeden Tag irgendeinen Schmarrn machst, der dir keinen Spaß macht? Und wie willst du glücklich werden, wenn du jeden Tag deinen Körper vergiftest und keine frische Luft hast, kein frisches Sonnenlicht? Wenn du in Harmonie lebst, praktisch mit der Natur. Wenn du den Körper entgiftest, diese Disharmonie langsam löst im Körper, dann lösen sich alle Probleme in Wohlgefallen auf. Die Sorgen, wo du dir vorher gemacht hast, die waren, du denkst dir, hey, wovor hatte ich Angst? Was war los? Ist völlig wurscht. Aber man muss halt machen und nicht immer drum rumlabern. Einfach nur machen. Peace, Leute. Ciao.